Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich mal wieder ein Fashion Haul für euch und dieses Mal sind es komplett Herbstklamotten in schönen Herbstfarben, gemütliche Sachen und ich hoffe, das Video gefällt euch und ist eine schöne Inspiration und jetzt viel Spaß. Gleich zu Beginn möchte ich sagen, ich weiß nicht warum, aber wenn ich mir die Stange so anschaue, ist mir eigentlich aufgefallen, dass ich die meisten Sachen wirklich von H&M und von Zara habe. Irgendwie finde ich dort immer etwas und vor allem so warme, kuschelige Pullis und so finde ich dort auch immer, gerade beim H&M. Und ich habe aber noch ein paar Accessoires, die ich euch zeigen möchte und sogar einen Duft. Oh mein Gott, über den habe ich mich so gefreut. Fangen wir mal mit etwas schlichteren Sachen an, die man aber immer gebrauchen kann und die in so eine Basic-Garderobe eigentlich gehören und jeder auch haben sollte, finde ich. Und zwar ist es zum Beispiel so ein grauer Pullover, ein eher dünnerer, würde ich sagen, aber in so einem schönen Hellgrau. Und ich finde, so einen sollte man auf jeden Fall haben. Der geht immer zu schwarzen Hosen, zu Jeans, zu einem gemütlichen Outfit oder auch wenn man ein Hemd zum Beispiel drunter anzieht, kann man das auch schick tragen. Ich habe mir so ein Pullover letztes Jahr gekauft in Beige vom H&M in Größe S und mir ist aufgefallen, dass ich den super oft trage, ob zum Rausgehen oder auch manchmal zu Hause. Und deswegen habe ich mir gedacht, kaufe ich mir so einen dieses Jahr in Grau. Und ich habe den mir in der Größe M gekauft. Das ist auch etwas, was ich für mich neu entdeckt habe, und zwar mir Sachen zu groß zu kaufen. Also nicht, dass es aussieht wie ein Sack, aber ich finde so Kuschelpullis können auf jeden Fall eine Größe größer sein und dadurch noch gemütlicher aussehen und noch bequemer und noch freier. Und deswegen habe ich mir diesen Pullover auch in M gekauft und ich finde den super toll. Ich finde auch, dass man die eigentlich ziemlich gut waschen kann und die trotzdem danach noch ihre Form beibehalten. Oder der Beige, den ich habe, es war einfach ein guter Fang. Und der nächste Pullover ist ebenfalls vom H&M ganz frisch in meinem Kleiderschrank eingetroffen. Und zwar ist es dieser flauschige Pullover. Ich weiß noch ganz genau, dass meine und Schwester und ich so einen hatten, als wir klein waren. Ich glaube sogar auch in weiß. Und der ist einfach unglaublich weich. Also wenn man den anhat, braucht man nicht unbedingt einen Spaghettiträger drunter oder so. Vielleicht schon aus hygienischen Gründen oder damit man es noch wärmer hat, aber als ich den anprobiert habe, der war so kuschelig warm, als ob man in so einem Kissen drin ist oder in so einer Decke. Den kann man aber ganz cool mit einer schwarzen Lederjacke zum Beispiel anziehen und dann ist es schon wieder ein bisschen cooler und nicht zu gemütlich. Generell, wenn man vielleicht etwas krassere Stoffe trägt, also zum Beispiel, also auffällige, ja, Leder oder Vinyl. Ich weiß noch, ich habe Vinyl gesagt in einem Video. Ich weiß auch gar nicht, wie man das so aus Deutsch ausspricht. Vinyl? Also Vinyl ist auf jeden Fall auf Englisch. Und dann zum Beispiel mit so einem Pullover, dann passt das sehr gut. Oder man hat irgendwie rote Stiefel an oder so. Dann ist es so ein schönes Basic-Teil, also so eine Basic-Farbe. Aber durch den anderen Stoff macht es dann doch wieder interessanter. Und dazu kann man auch zum Beispiel schöne Kreolen anziehen und so. Also an dem Pulli konnte ich irgendwie gestern nicht vorbeilaufen. Weitermachen wir mit einem Schal. Und den habe ich vom Zara. Hat hier solche Teile. Und der ist so dick und gemütlich. Oh mein Gott. Falls ihr den richtig schön in Action sehen wollt, ich habe den getragen, als ich in Dublin war. Das war so ein krasser Wind dort. Und dieser Schal hat mich super schön geschützt und mir war sehr warm da drin, hier drin und auch super gemütlich. Den kann ich mir auch richtig gut vorstellen, wenn man sich den einfach nur so über die Schultern schmeißt oder so. Glaube ich, sieht es auch richtig schön aus. Der ist mega warm. Also ich liebe den. Ich habe ganz dringend einen roten Schal gesucht, weil ich einen beigen neuen Mantel habe. Und ich finde, beige mit rot sieht auch richtig stark aus. Was ich noch habe, wieder H&M und wieder eigentlich auch gar nichts aktuell, ist so ein Teil. Ich habe hier erst gesagt, ich weigere mich so ein bisschen, weil ich mich fühle damit wie ein kleines Mädchen. Aber seit meinem Jeans Kleid, das ungefähr auch so den Schnitt hat, habe ich mich doch irgendwie da reingefunden und finde es ziemlich cool. Und das zum Beispiel ist aus Leder, Imitat natürlich. Und das sitzt richtig gut, auch hinten an der Taille, sehr, sehr schön. Steht nicht ab, sitzt wirklich sehr, sehr schön, schmeichelt der Figur super, auch hier vorne. Und das kann ich mir zum Beispiel sehr, sehr cool vorstellen, zum Weggehen mit so einem T-Shirt. Mit so einem Retro-Look kann ich mir das irgendwie richtig cool vorstellen. Oder aber, wenn man darüber zum Beispiel etwas anzieht, weil ich finde das mega gemütlich hier auch mit den Taschen. Das ist super praktisch, sitzt schön und ist auch nicht zu kurz. Und ich hatte das heute erst zu einem Fotoshooting an. Die Fotos seht ihr auf Instagram hoffentlich bald oder vielleicht schon.
und ich habe mich da drin wirklich sehr, sehr gut und wohl gefühlt. Als nächstes habe ich ein Kleid hier ganz neu und bei dem, muss ich ehrlich gestehen, habe ich das Preisschild noch nicht abgemacht, weil ich mir noch nicht ganz schlüssig bin, ob ich das behalten soll oder nicht. Deswegen schreibt mir mal bitte, ob ich das behalten soll oder nicht, weil ich weiß nicht. Einerseits sieht das schon sehr cool aus. Die Farben sehen mega schön aus, so sehr schön herbstlich. Es ist toll tailliert, was mir immer sehr gut gefällt. Und auch die Ärmel, dann sind hier verschiedene Stoffe, ein bisschen Samt ist hier dabei, schön durchsichtig. Hier ist auch ein Unterkleid dabei und trotzdem ist es alles durchsichtig. Also, und es geht bis unter das Knie. Aber irgendwie finde ich, ist das hier obenrum relativ langweilig gemacht. Wenn es hier, wenn es am Hals auch so gerafft und eng wäre, vielleicht wie hier unten, dann fände ich das noch cool. Ich weiß nicht. Andererseits denke ich mir, das ist so schön und besonders. Und wenn ich zum Beispiel auf irgendwelche Events gehe oder so, ist es eigentlich ein cooles Outfit, weil es ja ein bisschen mehr ist als sonst so Standard-Outfits. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Deswegen schreib mir bitte, ob ich das Kleid behalten soll oder nicht. Was ich finally gefunden habe, wirklich auch lange gesucht habe, ist ein Pullover in der Farbe Orange. Den habe ich mir auch gekauft beim H&M. Und zwar in der Größe M ebenfalls. Weil es einfach viel gemütlicher aussieht, viel lockerer. Ich kann dazu mir sehr schön so lässige T-Shirts vorstellen. Zum Beispiel so ein schwarz-weiß gestreiftes hatte ich auch so angezogen letztens. Und ich finde das mega. Orange sieht einfach super stark aus zu Denim, also zu Jeans. Auch eine Jeanshemd würde drunter sehr, sehr cool aussehen. Oder auch zum Beispiel, wenn man eine Lederhose anhat oder so, dann das dazu, finde ich, sieht es sehr cool aus. Also mit diesem Oberteil kann man alles so ein bisschen runter, so ein bisschen lässiger machen auf jeden Fall. Oder auch mit einem Rock, mit einem schwarzen Lederrock und einem T-Shirt kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber ich habe einfach gedacht, ein bisschen mehr Farbe in dem Herbst, nicht alles so grau, schwarz, braun und so. Und deswegen habe ich gedacht, das ist eigentlich ziemlich cool. Was ich neu habe, auch vom Zara und mir auch nicht ganz schlüssig bin, die habe ich mich voll ablenken lassen von den schönen Details hier. Und zwar von diesen Perlen. Das ist einfach so ein Hemd, so eine Bluse mit einem relativ weiten Ausschnitt. Und gestreift ist ja sowieso voll mein Ding. Ich liebe gestreifte Sachen und gepunktete und so. Das mag ich irgendwie total gern. Und auch, dass es hier einen größeren Ausschnitt gibt, finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Da kann man so was Spitzenoberteil oder so drunter anziehen, was so ein bisschen raussticht. Die Ärmel haben einen Gummi, finde ich eigentlich auch ganz cool, wenn man es so schön hochkrempeln kann. Hier kann man das Oberteil etwas in die Hose reinstopfen und dann kommt das auch ein bisschen mehr zum Vorschein. Also insgesamt ziemlich schön, aber ich muss sagen, angezogen fand ich das so ein bisschen langweilig. Ich weiß auch nicht. Aber zu so Sachen kann man natürlich auch super schön mit Make-up spielen, mit verschiedenen Lippenfarben, pinken Lippenstift, roten Lippenstift oder so. Dann ist es nicht so too much, sondern ergänzt sich immer ganz gut mit Schwarz-Weiß. Das kann man so schön zu Jeans anziehen oder auch wieder zu so Lederhosen oder so. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Also sag mir mal Bescheid, wegen dem einen Kleid und wegen dem Oberteil, ob ich das behalten soll oder nicht. So, und dann noch eine letzte H&M-Sache und dann zeige ich euch was, wo ich so ein bisschen investiert habe, aber auch sehr froh drum bin. Also hier ist noch ein H&M-Pullover bzw. ein Cardigan. Ich habe euch ja in einem Video erzählt, dass ich unbedingt einen dunkelgrauen Cardigan suche, weil ich es immer so cool finde. Und ich habe auch lange gesucht und ich habe tatsächlich beim H&M einen gefunden. Was mir hier ganz gut gefällt, ist natürlich, dass er voller Haare ist schon. Was mir in diesem Cardigan ganz gut gefällt, ist, dass er eine super angenehme Länge hat und dass die Ärmel so Glockenärmel sind. Auch wenn es jetzt kein Trend wäre, würde ich das cool finden, weil es macht es noch ein bisschen gemütlicher, wenn man da so ein bisschen hochkrempelt und dann ist es hier so ein bisschen lockerer. Finde ich, sieht das richtig cool aus. Mag ich sehr, sehr gerne. Natürlich muss man aufpassen, wie man das kombiniert, weil mit dem Teil sieht man auch ganz schnell so gammelig gemütlich aus. Aber wenn man zum Beispiel drunter ein weißes Hemd anzieht oder so mit einem Rock, dann ist es schon wieder eine andere Sache mit einem goldenen Schmuck oder so. Aber ich muss sagen, seitdem ich den habe, ziehe ich den auch super oft an. Also ich habe den wirklich gesucht, weil ich schon wusste, dass ich den viel anziehen werde. Und das habe ich mir gekauft, auch in der Größe M. Und jetzt kommt ein Pullover, ein grauer schon wieder, der ein bisschen teurer war. Aber ich finde, bei dem merkt man das auch. Der ist ein bisschen schwerer und der Stoff fühlt sich auch anders an. Also irgendwie besser und vor allem auch elastischer in dem Fall. Und ich finde den Schnitt richtig toll, weil er auch hier
untenrum um die Brust herum ziemlich breit ist. Der hat hier aber auch einen coolen Kragen. Kragen ist eigentlich auch ziemlich wichtig bei den kalten Monaten. Kann ich mir sehr, sehr schön vorstellen. Sieht auch sehr hübsch aus. Also kennt ihr das? Man zieht etwas an und es sitzt einfach gleich richtig gut. Und man fühlt sich super wohl damit und denkt sich so, ja, das bleibt auf jeden Fall. Und das war einfach in diesem Fall so. Das habe ich gekauft, bestellt bei And Other Stories. Da finde ich immer was. Ich muss auch sagen, ich finde, dass die Sachen bei And Other Stories so ein bisschen auch für erwachsenere Mädels sind. Also würde ich jetzt sagen, so für in meinem Alter, weil die Qualität ist auf jeden Fall sehr gut. Die Sachen sind auch so ein bisschen schicker. Die Qualität ist mega toll. Es kostet auch ein bisschen mehr. Aber ich glaube, so in meinem Alter fängt es auch bei vielen so an, dass man einfach auch mehr in Kleidung oder generell, was man sich kauft, einfach mehr investieren möchte, weil man bessere Qualität auch haben möchte, weil man nicht mehr so leichtsinnig shoppt, sondern auch Sachen für eine lange Zeit haben möchte. Also so ist es bei mir jetzt. Ich meine, ich weiß, ich shoppe viel, aber ich shoppe anders auch. Und wo wir gerade beim Investieren sind, ich habe mir auch einen Mantel gekauft, auch bei And Other Stories. Und das ist einer, der war auch sehr teuer, würde ich sagen. Also auch für And Other Stories so Verhältnisse. Das ist ja eine Marke von H&M. Obwohl das mit H&M nicht wirklich so viel zu tun hat, finde ich. Also wenn man das nicht weiß, dann kommt man auch nicht drauf. Also auf jeden Fall, dieser Mantel war ziemlich teuer. Und der ist auch ganz lang. Aber ich muss sagen, erstens mal habe ich ganz lange auch einen beigen Mantel gesucht, weil ich finde, das ist auch irgendwie so ein Must-Have für die Herbst-Winterzeit, irgendwie ein Mantel sowieso. Und dann trägt man den ganzen Winter, da finde ich auch, dass man schon ruhig investieren könnte, weil man das ja auch mehrere Winter tragen kann. Das wird auch in meinem Fall sein. Den hatte ich angehabt, als ich in Dublin war. Also falls ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr den auch gesehen ein paar Mal. Falls nicht, folgt mir gerne dort. Dort heiße ich auch Alessias Welt. Und dort habe ich den getragen. Ich finde, den kann man super cool sportlich anziehen mit einer Kapuze, die hier hinten rausschaut. Oder auch mit einem Hemd drunter, mit einem Kleid, mit einem Rock. Egal mit womit. Der sieht immer sehr cool aus. Der hat auch hinten, man kann den auf jeden Fall auch zusammenbinden, aber ich habe das mal hinten einfach zugemacht, weil ich finde es viel cooler, wenn es einfach lässig und locker hängt. Und ja, der Mantel ist so super weich. Unglaublich. Also als ich den angezogen habe, habe ich sofort die Qualität gemerkt. Also in dem Fall finde ich total. Also ich habe den angezogen und der saß wie oder sitzt wie angegossen. Einfach perfekt. An den Schultern, von der Länge. Ich bin 1,65 groß. Mir sind Mäntel oft zu lang. Aber der ist perfekt. Der Schlitz hinten ist hoch genug. Ist einfach perfekt. Er ist so weich und hat auch so ein schönes Beige, eine wunderschöne Farbe. Für Blondinen finde ich das auch super, super schön. Und ich habe mich so in den verliebt, dass ich mir gedacht habe, okay, das wird auf jeden Fall eine Investition wert sein. Und ein bisschen Schnickschnack, was ich mir noch gekauft habe. Und zwar ist das so ein Set von H&M. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Und zwar sind das so Choker. Und ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man sie auch einzeln anzieht. Ich finde, das macht immer was her. Weil auch wenn der Trend der Choker so ein bisschen abgenommen hat, finde ich doch sehr schön, wenn man sowas ganz Dezentes anhat. So eine kleine Kette finde ich sehr, sehr hübsch. Auch mit diesem Ring hier oder mit diesen kleinen Kugeln. Und deswegen habe ich mir mal einfach so ein Set gekauft vom H&M. Und eine Besonderheit, die ich mir gegönnt habe am Flughafen in Dublin. Oh Mann, und das muss ich sagen, also das ist ein Duft von Jo Malone, sage ich mal gleich, bevor ich hier zu spannend mache. Und das ist eine Sache, wäre nicht meine Lieblings-YouTuberin gewesen, wäre ich wahrscheinlich nicht so sehr drauf gekommen oder wäre nicht bereit, da rein zu investieren. Mich kann man so überzeugen, gerade wenn ich ein Fan bin, dann kann mich diese Person auch total überzeugen. Und guck mal bitte, wie wundervoll das verpackt ist. Man merkt schon richtig, da kommt was super Tolles. Ich habe mir einen Duft gegönnt, und zwar diesen in 30 Millilitern. Es ist super schwer zu bekommen. Das ist eigentlich ein Brand aus der UK, also Jo Malone London. Wenn ihr das besser wisst, bitte sagt mir Bescheid, wo man diese Düfte bekommen könnte, aber nicht zu einem unverschämt krass hohen Preis, sondern noch einigermaßen erträglichen. Also ich habe jetzt für diese 30 Milliliter 45 Pounds, glaube ich, bezahlt oder Euro, ich weiß nicht mehr genau. Aber ich musste das haben. Ich habe mich in den Duft so verliebt. Und ich war gleich bei den blumig frischen Süßen gelandet. Der riecht nach Peony. Also
Rosen, wie heißen diese Rosen? Ich zeige euch das mal. Meine Mutter hat auch so ein Bild nämlich gemalt. Und zwar zu meinem Geburtstag habe ich mir das gewünscht. Das zeige ich euch gleich mal. Und dann wisst ihr gleich, welche Blumen ich meine. Also, warte mal. So. Dieses riesige Bild. Oh Gott, könnt ihr das sehen? So. Das sieht etwas neonfarbig aus in der Kamera. Aber das ist es nicht. Das ist so schön. Rosé. Gott, wie geil ist das? Bitte sag mal. Auf jeden Fall hat mir das Bild meine Mama zum 30. Geburtstag geschenkt und gemalt. Und ich liebe das, weil ich liebe diese Blumen. Deswegen habe ich mir auch diesen Duft ausgesucht, weil genau nach diesen Blumen riecht es nämlich. Und das ist ein Eau de Cologne. Cologne? Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Wie peinlich. Aber es gibt ja Eau de Toilette, Eau de Parfum, Cologne und so weiter. Da sagt ja auch über die Stärke des Duftes was aus. Please, ich hoffe, ich habe hier Profis am Start. Habe ich eigentlich immer. Schreibt mir bitte, was ist jeweils der Unterschied. Ich weiß, Eau de Toilette ist schwächer als Eau de Parfum. Aber diese anderen Stärken. Auf jeden Fall steht hier Cologne. Ich glaube, Cologne spricht man das richtig aus. Und ich habe dieses Duftstäbchen seit einer Woche in meiner Tasche und es riecht immer noch. Also Hammer. Oh Gott, es riecht immer besser, je länger es auf der Haut ist. I love it so much. Bin gerade so froh, dass ich das gekauft habe. Jetzt werde ich natürlich sehr schön sparsam damit umgehen. Aber ihr wisst, wie ich bei Düften ausflippe. Ich liebe Düfte. Blumig, süßig, süßlich und frisch und so. Das ist voll mein Ding. Und ich glaube, bevor das Video viel zu lang wird, werde ich jetzt mal Feierabend machen. Hier, Schluss. Danke sehr, dass ihr auch so aktiv von mir auf Instagram gerade seid. Mega, mega toll. Und ich freue mich immer, von euch zu lesen. Und eure Daumen hoch finde ich immer sehr, sehr cool. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Tschüss.